Ja, liebe Leute, liebe Brüder und Schwestern meiner Seele, da bin ich wieder mit einem ganz kurzen Impuls an einen Samstag. Bin wieder unterwegs zu meiner Waldquelle, um ein lebendiges, gutes Wasser zu holen. Und gerade in dieser Zeit, auf der einen Seite, wo wir jetzt durch diesen wunderbaren Schnupfen eigentlich die Gelegenheit haben, in uns zu gehen, über unser Leben nachzudenken, über unsere Beziehungen, über unsere Arbeit, ob wir über unsere Ausbildungen, ob wir weiter so ein Leben führen wollen oder vielleicht doch ein neues, ein naturverbundeneres. Wir alle sind natürlich auf dem Prozess, Entwicklungsprozess. Nicht jede Person lebt bereits, sage jetzt einmal, weit fern abgeschirmt von der Zivilisation. Manche Menschen, also dort wichtig ist es einfach, dort wo man gerade momentan ist, das Beste daraus zu machen, das ist der richtige Platz. Und wie die Anastasia hier gesagt hat, ja, wenn Menschen jetzt alle in den Wald ziehen wollen, dann würden sie ja quasi den Dreck und den Schmutz ja auch mit in den Wald nehmen. Das heißt, als erstes geht es darum, unseren eigenen Schmutz und Dreck, also von unserer eigenen Herzenstür zu kehren. Auch in unseren Gedanken und Gesinnungen. Ja, was in dieser Zeit alle Menschen ganz besonders ans Herz legen möchte, YouTube-Videos, schön und gut, Aufklärung, schön und gut, ob es jetzt 5G ist oder sonst irgendwas oder Impfen. Wichtig ist einfach auch wieder in die eigene innere Balance zu finden, den eigenen Ruhepol. Alle haben da, wir Menschen haben da verschiedene Zugänge. Manche erreichen das vielleicht in dem Sinne in den Naturgängen. Manche erreichen das vielleicht durch diverse Substanzen. Wiederum andere erreichen es vielleicht durch Musizieren oder wie auch immer. Oder durch Gartenarbeit. Und ganz besonders in dieser Zeit auch nicht zu vergessen, die Sozialkontakte zu pflegen. Lotst die Leute ein. Umarmt euch, küsst euch, Berührungen sind so wichtig und so kostbar in dieser Zeit. Und niemand, kein Gesetz auf dieser Welt, kann uns verbieten, einen Menschen wirklich auch zu umarmen oder zu küssen, den was wir gern haben. Als Zeichen der Zuneigung, das ist Leben. Und das lassen wir uns natürlich von keiner satanischen Clique namens Regierung verbieten. Wir Umarmungen und auch Zärtlichkeiten auszutauschen, nicht nur Worte, in der Präsenz, in der physischen und psychischen ist einfach ganz wichtig. Und das bitte lassen wir uns nicht raum. Und darum ganz besonders jetzt, lasst einmal ein paar Leute, je mehr, je besser. Immer wichtig, ja, die, was ihr gern habt. Und einfach einmal dazu gemeinsam Kekse backen oder wenn wir so einen Glühwein trinken, ich will jetzt nicht unbedingt zum Drogenkonsum da aufrufen oder einfach zusammensitzen, ganz egal. Wichtig ist auch, die Gemeinschaft zu pflegen im praktischen Leben, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist eigentlich, das brauchen wir. Wir sind noch auch Gemeinschaftsmenschen und keine YouTube-Menschen, auch wenn dieser Kanal sicher wertvoll ist und trotzdem eine echte Umarmung oder eine zwischenmenschlichen Austausch von Angesicht zu Angesicht kann natürlich niemals diese Technologie ersetzen. Und darum wirklich auch Gebrauch zu machen, gerade in dieser Zeit bewusst aufeinander zu gehen, sich zu umarmen und wirklich auch den natürlichsten Austausch zu pflegen. Weil das ist so wichtig und das ist eigentlich genau das, was eigentlich auch wir brauchen, allein durch eine längere Umarmung. Wir werden ja bereits Oxytocin, Bindungshormone ausgelöst und so weiter. Und wenn man das natürlich nicht hat als Mensch, dann würden wir natürlich auch zu externen Flucht- und Suchtquellen zurückgreifen, um das zu kompensieren. Und darum sage ich mal, umarmt euch, küsst euch, klopft euch auf die Schulter und ja, lasst die Leute ein, öffnet euch ein Haus, öffnet euch ein Herd,
pflegt Gemeinschaft ganz in dieser Zeit, ganz besonders, und das ist einfach das ist einfach ein ganz wichtiger Lebensodem. Und somit wünsche ich einen wunderschönen Tag, und da bin ich schon wieder bei meiner Quelle. Wunderbar, Wasser rinnt da. Und somit ein ganz herzliche Grüße an allen Ecken und Enden dieser Welt, besonders an meine deutschen Brüder im Mutterland. Und ja, wir werden das schon schaffen. Where we go one, we go all.